Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Basic. Hi. Der Requisiteur Arthur hat noch aufgebaut. Ich war früher Requisiteur am Theater. War mein Fanjob, 3 Monate. Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 30 Mal Evita. Don't cry for me, Argentina. Nach dem 30. Mal ohne Scheiße. Ihr könnt das rückwärts mitsingen. Da hat mir immer als Beleuchter, also ich war nicht Requisiteur, ich war Beleuchter, da hat man immer so Stichworte und dann musst du so Spot an und dann das kannst schlafen und du hörst schon 5 Sekunden, bevor du Einsatz hast, jetzt. Ist aber auch ein aussterbender Beruf, glaube ich. Wie fahre ich einen Filter ein? Geiles Thema. Arthur hat ein Sonderthema. News, Breaking News, how to drive a filter in. Das war jetzt hervorragendes Englisch. Das war ein Night Dream, ein Albtraum. Ja, ich glaube, das Thema Filter einfahren, das ist so wichtig und so schwer zu erklären, dass nahezu alle Aquarianer und Teichbesitzer, die irgendwann mal mit dem Hobby mit voller Euphorie angefangen haben, sich alles gekauft haben, inklusive Fisch und Futter und Biofilter und keine Ahnung davon hatten und dann Wasser im Teich, Fische im Teich, Futter im Teich und dann angefangen haben zu messen. Ich glaube, viele, wenn sie gewusst hätten, was dann Monate über Monate auf sie zukommt, die hätten nie mit dem Hobby angefangen. Wie viele Fragen, Anfragen ich da bezüglich hatte, das können Sie sich nicht vorstellen. Und wissen Sie, wann es aufgehört hat? In dem Moment, wo ich den Leuten hier angeboten habe, kommt und holt eingefahrenes Filtermaterial, wo ich das mal populär gemacht habe, die haben es ja nicht nur bei mir geholt, die können es ja auch von ihrem Nachbar holen, von ihrem Händler, von was weiß ich woher. Aber wichtig zu dem ganzen Thema, vergessen Sie jede Form des Filterstarterbakteriums. Das gibt es in der Form, wie es auf dem Produkt versprochen wird, gibt es nicht. Wir haben substratanhaftende Bakterien, die wirklich nur dann, also die Bakterien, die sich langfristig bei uns im System ansiedeln sollen, gibt es nur quasi in einem dauerhaft laufenden System. Und entnehme ich die Bakterien dem System, entziehe ihnen quasi ihre natürliche tägliche Nahrungsgrundlage, dann werden die relativ kurzfristig sterben. Ich habe auch noch nie Filtermaterial über Nacht verschickt. Keine Ahnung, ob das geht oder nicht. Ich habe es nie riskiert, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Also, das Thema ist ziemlich komplex. Wir wissen, dass die autotrophen Bakterien sehr langsame Wachser sind. Ja, also die Zellteilung ist da extrem langsam, liegt daran, weil die Stickstoff für den Organismus und Kohlenstoff aus verschiedenen Quellen beziehen. Ja. Und die heterotrophen Bakterien, die unter anderem auch Ammonium und Nitrit abbauen können, gewisse Arten davon, die haben es da relativ einfacher, weil die beziehen häufig, das sind die Teilchenfresser, die Kotfresser, die beziehen alles aus einem. So, und ihr habt jetzt mal einen Versuch gemacht, an wessen Teich war das? An meinem Teich. Also da wolltest du das, du wolltest ermitteln, wie das perfekte Filtereinfahren funktioniert. Nein, im Prinzip habe ich auf Bürstefilter umgebaut und war dann gezwungen, das zu testen. Okay. Aber wir haben das dann aber auch nach Anweisung von dir auch richtig gemacht. Also wir haben dann wirklich den Filter angeimpft mit Bürste aus unserer Aufzuchtanlage. Mhm. Und deswegen ist der Prozess auch relativ kurz. In einem Filter oder in einem Neuteich wird der Prozess länger gehen. Aber hier ging es uns mal darum, zu zeigen, wie das aussehen könnte, auch wenn das Ganze ein bisschen länger aussieht. Also sind jetzt hier gerade dieses wirkliche Einlaufen, das sind ja ungefähr 200 Tage. Und da ist es schon in eine Range gegangen, wo man sagen kann, das ist okay, das ist aber, wenn man seinen Filter halt animpft, wie du schon empfohlen hast. Und was mir halt klar sieht, also man muss dazu sagen, ich habe 350 Kilo Fisch im Teich ungefähr. Das ist schon eine ordentliche Menge. Da muss man halt auch ein bisschen füttern, weil ich selbst nicht den Teich umbaue, da kann ich nicht sagen, ich fütter jetzt einmal eine Weile nichts. Da sieht man hier, ich habe hier am Anfang mit ungefähr 300 Gramm dann hier so peu à peu angefangen zu füttern. Und ab dem Moment, wo ich dann das Futter langsam erhöht habe, hat man auch gesehen, dass die Ammonium- und Nitritwerte Richtung 0,5 und 0,6 gegangen sind hier. Das ist jetzt immer noch nicht, sag ich mal, für einen Filter einfahren, immer noch nicht schlimm oder irgendwelche Werte, die... Da geht ganz anders. Wir werden im nächsten Block mal Sandra fragen, was so die höchsten Ammonium- und Nitritwerte waren, was sie gemessen hat. Sie lacht gerade schon. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich bin mir sicher, ja, wenn sie runter verdünnt, dann wird sie mit Sicherheit auch schon 5 und 6 Milligramm gemessen haben. Ja. Ich bin gespannt. Sie gibt mir gerade kein Zeichen. Ich hätte gehofft, sie nickt dazu. Ja, und was man dann halt eindeutig sieht, ist, wenn man die Futtermenge dann wirklich peu à peu erhöht. Also ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht, mir wiege das Futter eh jedes Mal ab, also jeden Tag.
und habe das wirklich um 10 Gramm täglich gesteigert. Das meint man am Anfang, das sind ein paar Körnchen, das ist ja lächerlich, aber letzten Endes sieht man hier eindeutig den Effekt. Also ich habe wirklich, ich habe die Futtermenge von hier 500 Gramm auf 1,1 Kilo hochgezogen. Innerhalb von hast du keine 100, Hobbys. 100 Tage. Mit wieges Futter eher, weißt du, das wirklich ist ja egal. Aber innerhalb 100 Tage quasi die Futtermenge verdoppelt und die Nitrit- und Ammoniumwerte sind nicht gleich im gleichen Maße hoch, glaube ich, sondern sie sind runter, glaube ich. Und das war jetzt sicherlich Zufall, dass das bei Arthur so der Fall war, wenn sie das Gleiche an einer anderen Anlage machen, zum Beispiel an einer Trommelfilteranlage oder einer Papierfilteranlage, dann würden sie wahrscheinlich merken, wie die Werte nicht nach unten gehen, sondern wie die weiter steigen. Haben wir auch schon häufig gezeigt, weil die Trommelfilter und die Papierfilteranlagen, die sind wirklich für die Autotrophie, für den schwächsten Teil der Bakterien im System konditioniert. Ja? Und dass jede Anpassung, eine neue Futtermenge, jedes Neueinfahren eines Systems ist eine unendlich zähe, lange Herausforderung. Also ich kann Ihnen sagen, eine Bürstenfilteranlage, wenn man so startet, wie viele Tage waren das jetzt bei euch? 200 Tage kann man sagen. 200 Tage und bis der Filter gelaufen ist, waren es 100 Tage. Ja, aber wie gesagt, mit angeimpftem Material. Mit das ist halt ganz wichtig, Material, was du sagst. Genau. Ja. Mit angeimpftem Material in 100 Tagen, 3 Monate, Vierteljahr, kann man bei anständigen Temperaturen, und die Temperatur spielt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle, ihr Optimum liegt von den Autotrophen bei ca. 27 Grad. Bei den Heterotrophen gibt es so viele, dass man es wahrscheinlich gar nicht so genau auf eine Temperatur jetzt bestimmen kann, festlegen kann. Aber auch da gilt, je höher die Temperatur, desto besser, weil es wird einfach alles, die Natur arbeitet bei höheren Temperaturen schneller und effizienter als bei niedrigen Temperaturen, zumindest die Teile der Natur, um die es hier geht. In einem Bürstenfilter, der schnell ist, 3 Monate. Und ich sage Ihnen, das habe ich in den anfänglichen Blogs, wo ich noch nicht so viel Ahnung vom Unterschied zwischen Autotrophie und Heterotrophie hatte, habe ich immer dieses eine Jahr gesagt. Ja? Dass man in diesen Trommelfilter und Papierfilterteilchen, zumindest wenn sie unangeimpft an den Start gehen, geht ein Jahr vorüber, bis Sie mal sagen können, Ihr Teich läuft einigermaßen stabil. Und drum auch heute, und dieser Ratschlag geht mittlerweile an so, so, so viele Kunden raus, die ihren Teich umbauen wollen, die ihre Anlage optimieren wollen, wo ich wirklich sage, macht's wie Arthur, dreht eure Anlage um, macht im Filtereinlauf, macht da Bürsten rein, ja, macht danach der Trommelfilter, ihr könnt danach auch noch Helix verwenden, aber ich verspreche Ihnen, so eine Anlage, wie zum Beispiel jetzt Jürgen Kirchner für Jana und Henning gebaut hat, da ist auch die Idee von mir, dass man einen Filtereinlauf, die Bürsten reinmacht. Ich kann Ihnen sagen, Sie können 10% vom Teichvolumen hinter den Trommelfilter setzen und Sie können 2% vor den Trommelfilter in Form von Bürsten basteln. Es findet nachher, nach all dem, was wir darüber wissen, findet mehr Schadstoffabbau in den Bürsten statt als in dem Helix nach dem Trommelfilter. Aber viele wollen den Trommelfilter, viele bilden sich ein, dass es der Trommelfilter ist, der am Ende dem Wasser das Finishing gibt, was meines Erachtens überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ganz im Gegenteil, ein Teich mit der richtigen UV-Bestrahlung, und ja, Lisa Marie hat mir verboten, im nächsten Jahr darüber zu reden, weil ich Sie und euch genügend damit genervt habe, mit der richtigen UV-Bestrahlung, richtigen Bürstenfiltergröße, richtige Fließgeschwindigkeit im Bürstenfilter, sind die anpassungsfähigsten Filter, das sind die schnellsten Filter und die sind vor allem in einem unschlagbar. Und das ist genau der Faktor, den man dem Trommelfilter aufgrund seiner optisch so feinen Gase gerne unterstellt in der Mikroschittfiltration. Und da spreche ich eben genau von den kleinen Schmutzpartikeln unter den 40, 60, 80 oder 100 Mikrometern, ja, die einfach im Bürstenfilter in dieser Art der heterotrophen Biologie einfach verstoffwechselt werden, die dann einfach danach nicht mehr da sind, sondern ein Teil der Biomasse werden. Können wir gleich nächste Folie machen, weil da ist noch... Okay, Bruder. Wassertemperatur und Salz. Okay, was sehen wir? Also was man hier jetzt sieht, haben wir noch dargestellt. Martin empfiehlt ja immer, wenn man ein bisschen Nitrit im Wasser hat, ein bisschen Ammonium im Wasser, dass man ungefähr diese 0,1% Salz im System halten sollte, um einfach das Ganze ungiftig zu machen. Also es ist Nitrit, nichts Ammonium. Genau. Und hier sieht man noch, dass, wie Martin vorhin gesagt hat, dass ein Filter einfahren halt eigentlich auch nur wirklich gut funktioniert bei Temperaturen. Man sieht halt hier, ich habe den Filter erst umgebaut, wo man hier 20 Grad hatte.
Und dann sieht man, ich hatte hier ungefähr in der Zeit, wo ich den Filter eingefahren habe, denn 100 Tage circa, hatte ich immer über 20 Grad. Und deswegen hat es hier so schön funktioniert. Also es ist die gleiche Kurve wie gerade eben, nur dass ich jetzt im Prinzip statt der Futtermenge einfach das Wasser dargestellt habe, also die Wassertemperatur. Und wir haben ja in vorangegangenen Blogs auch schon gezeigt. Und Sandra hat zwar gesagt, es gibt wissenschaftliche Arbeiten, wo zeigen, dass gewisse Bakterien einen Einfluss oder eine gewisse Hemmung bekommen, wenn das System aufgesalzen ist. Und jetzt sind wir aber genau auch hier wieder an dem Punkt. Das mag sein, wenn ich jetzt Wissenschaftler bin und ich gucke mir verschiedene Bakterien an, die auf die Nitrifikation spezialisiert sind, ob jetzt Heterotroph, Autotroph oder sonst irgendwas, dann ist da sicherlich das eine oder andere dabei, das eine gewisse Salzunverträglichkeit hat. Eine Allergie, nein, einfach wo auf Salz reagiert. Aber das ist eben das Wunder der Natur, dass in einem Habitat nicht nur ein Bakterium vorkommt, sondern da kommen einfach so viele aberwitzige, keine Ahnung, sind es Tausende, Hunderttausende oder gar Millionen, aber in Summe, und wir sprechen hier bei unseren Messungen immer aus der Summe aller Kleinstlebewesen, also das Mikrobiom, das setzt sich in jedem Teich anders zusammen. Und da konnten wir zumindest bei allem, was wir bei uns in der Anlage untersucht haben, was Arthur an seinem Teich, Ali an seinem Teich und was in ihrem Gemeinschaftsprojekt Aufzuchtbecken ermittelt und festgestellt haben, gibt es keinen Einfluss von Salz auf die Filterleistung oder auf die Einfahrdauer von Filtern an Koi-Teichen. Und von daher auch, was Arthur richtig gesagt hat, was ich seit Jahren jedem Kunden, der hier reinkommt, Fische holt, Filtermaterial mitnimmt und oder schon eingefahrenes Filtermaterial hat, weil er es vorher mit Ammoniumbicarbonat eingefahren hat, ich sage, lasst euren Salz sind immer auf 0,15 auf, lasst auf 0,1 runterfallen und pendelt da dazwischen, zumindest im nächsten Jahr um, ich habe gerade gedacht, Sandra verzieht das Gesicht wegen mir, aber sie hat das mundgeschlossene Gähnen geübt. Hast du es auch gesehen? Hast du auch gedacht, sie schüttelt sich aufgrund meiner Aussage? Ja, ich habe es gleich gesehen. Ja, und das ist eben genau das. Damit wird das Nitrit weitgehend unschädlich für die Koi. Das ist aber keine Legitimation, dann das Nitrit in unendliche Höhen hochschießen zu lassen. Wenn das passiert, ist es ein Zeichen dafür, dass sie an irgendeiner Stelle alles falsch machen. Ja, das ist, wenn es nicht runtergeht, entweder sie füttern viel zu viel, haben viel zu viele Fische, das Wasser ist zu kalt oder sie schicken Ozon in Eingang von ihrem Biofilter rein. Auch das habe ich mal erlebt, hat sich jemand über eine Anlage, die ich ihm geplant habe, nach 4 Monaten, Sandra lacht gerade, weil sie noch weiß, wer es war, nach einem Jahr hat er sich darüber beklagt, dass dieser Filter nicht einläuft und Ammonium und Nitrit immer noch fern von Gut und Böse ist. Und dann bin ich da hingefahren und ich weiß noch, wie ich den Filter aufgemacht habe und ich habe gedacht, der Ozonteufel holt mich. Und dann sage ich, Alter, was machst denn du da? Ja, das Ozon braucht es ja, dass ich noch das Nitrit wegbrennen kann. Ja, dann sage ich, ja, und wo lässt du das ein? Ja, nach dem Trommelfilter. Also der nach dem Trommelfilter ist wirklich 20 Jahre her, nach dem Trommelfilter Ozon ins Wasser und hat es quasi in die Biologie reingeschickt, das Filtermaterial war nicht nur sauber, das war sogar rein und das war sogar sterilisiert. Das hättest du an die Medizintechnik verkaufen können. Aber manchmal, und das ist, was wir im vorangegangenen Blog gesagt haben, es sind nicht immer die Einzelwirkungen bei dem Spiel, es sind die Wechselwirkungen. In dem Moment hat einer an Nitrit und an Ozon. Ozon plus Nitrit ist gleich kein Nitrit, machen wir. Ja? Aber dass er damit sein Ammonium befeuert hat. So. Ja. Geil. Seid ihr immer noch am Messen oder denkt ihr, das war's jetzt hier? Wir sind immer noch am Messen. So. Also gibt es immer was Neues in Futtertests. Also es läuft ja parallel weiter. Voll geil. Danke. Ciao. Ciao.